الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jetzt kommt eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Ist es erlaubt, bei McDonald's oder bei Burger King zu essen, wenn man nur Rinderfleisch isst? Nein, es ist nicht erlaubt. Warum ist es nicht erlaubt? Weil das Fleisch, auch wenn das Rinderfleisch ist oder Hähnchen ist etc., muss das Islam juristisch geschlachtet werden. Und dann stellt sich die Frage, ist Fischessen erlaubt, zum Beispiel sowas wie Fischmeck? Da muss man aufpassen, auf was muss man aufpassen, in welchem, wie das gebraten wird, in welchem Öl das gebraten wird. Wenn das in demselben Öl gebraten wird, wie zum Beispiel Schweinfleisch, dann darf man das auch nicht essen. Da muss man drauf achten, was im Brot ist, die Zutaten, was im Brot ist. Wird da Ethanolalkohol verwendet oder nicht? Was für Zutaten hat das, tierisch oder nicht? Das muss man erst alles klären. Und das Fleisch muss islamjuristisch geschlachtet werden, dann könnte man es essen, rein theoretisch. Aber ich kenne im Moment kein McDonald's oder Burger King, die das islamjuristisch schlachten. Allahu a'la wa a'lam.